Assalamu alaikum. I'm so tired. Feels like I've walked. Was geschehen ist, ist nicht mehr rückgängig zu machen. Es sind Menschen aus Burma, die fliehen müssen, um zu überleben. Es sind die Augen der weißen Kinder aus Daraa, die stumm nach Hilfe rufen. Es ist eine alte Frau aus Somalia, die ihr ganzes Leben lang gegeben hat und jetzt die Hand öffnen muss, um Hilfe zu bekommen. Es ist unser Bruder aus Syrien, der froh ist, dass er wenigstens noch auf einem Auge sehen kann. Es ist eine Zeit, die grauenvoller kaum sein könnte. Aber ist es nicht gerade deshalb auch eine Zeit, in der wir den Flüchtlingen aus Burma Sicherheit geben müssen? Eine Zeit, in der wir die Augen der Kinder aus Daraa wieder zum Strahlen bringen sollten. Eine Zeit, in der wir erkennen müssen, dass wir eine Symbiose mit der nehmenden Hand bilden sollten. Eine Zeit, in der wir unsere Augen vor dem Leid anderer nicht verschließen dürfen. Leid zu erkennen, ist die eine Sache. Zu versuchen, es zu verringern, eine andere. Wir sind Al-Rahma. Du bist Al-Rahma. Nimm dir die Zeit für die Barmherzigkeit. Wir sind Al-Rahma. Du bist Al-Rahma. Nimm dir die Zeit für die Barmherzigkeit.